So, meine Damen und Herren, willkommen zu, ja, wie nennen wir es nochmal? Die Kloake von Verona Feldbusch? Nein, wir spielen Doom. Uns fand ich irgendein Doom. Nein, wir spielen Doom 1, also Ultimate, also Episode 1 von Doom 1. Also sozusagen Doom 1-1, also 1-1 Doom 1. Und zwar spielen wir Doom 1-1 mit 1-1-1-1, und zwar das Remake von 1-1-1-1. Das gewann 1-1 gegen 1-1. Ja. So. Ich habe übrigens eine kleine Änderung vorgenommen, hier zu sehen, da, jetzt nicht mehr, da zu sehen, ja, da, guck, nein, da, wo denn jetzt, es ist weg, also ohne Änderung, nicht ohne Änderung, nee. Ich habe mir erlaubt, eine Frechheit, und zwar das Spiel zu verändern, während des Betriebs, obwohl wir schon einen Speicherstand haben. Ich habe nämlich eine kleine HUD hinzugefügt, also hier dieses Ding, was man hier sieht, das. Also ich komme jetzt quasi aus der HUD. Zum besseren Anzeigen, wie gesagt, ich bin also kleiner Fan von HXRTC. Und dementsprechend habe ich mir natürlich auch das hier hinzugefügt. Eigentlich wollte ich ja dieses Doom Remake komplett Vanilla lassen. Allerdings ist das Problem, wenn man HXRTC Vanilla lässt, Quatsch, wenn man Doom Vanilla lässt, das heißt also, das hier, nein, das hilft nicht, achso, ich habe schon, ja gut, das ist natürlich, ja, normalerweise spielt man mit so einem Helm, mit so einer Helmgrafik, und da spritzt dann das ganze Blut auf dem Bildschirm sozusagen, heißt also, ich sehe bei meinem Bildschirm Blut runterlaufen. Und das sieht halt absolut grauenhaft aus, weil es ist irgendwann so viel Blut, dass man überhaupt nicht mehr erkennt. Und dementsprechend habe ich halt immer ohne dieses Grafik gespielt und hatte halt diese Standardgrafik, wie ihr in den ersten vier Maps gesehen habt. Und da dachte ich nur so, na gut, wenn ich so Standard spiele, dann kann ich auch mein Standard-HUD nehmen. HUD geschrieben, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Und ja, das kam jetzt dabei raus. Hab doch ein bisschen größer skaliert, damit man es besser erkennt. Jo. Deswegen sind wir jetzt mit meinem Lieblings-HUD. Da hat der Backup-Brötchen backt. Alle weg. Hm? Boah, hallo. Was stockt denn hier so? So. Danke für den Moment. Wow. Hm? Klappe da draußen. So. Alle weg. Mhm. Ach du Scheiße, nein, das war nicht geplant. Fuck. Alter, hier geht's ja ab wie bei Schmitz Katze. Was ist das? Scheiße, Ohr. Sag mal, wo kommst du denn her? So. Alle weg. Danke schön. So. Geht der ja schon ab hier. Wow. Na, fuck. Das war blöd.
So. Es gibt übrigens auch ein Unity Remake von Doom. Es gibt alle möglichen Remakes von Doom. Aber ich finde ganz ehrlich, dieses Remake hier, es sieht, wie ich finde, persönlich extrem modern. Ach du Scheiße. Extrem modern aus. Vor allen Dingen hier die ganzen Reflection von diesen Kanistern. Also, es ist echt schon nice, was so. Ich meine, GZ Doom war ja ursprünglich entwickelt worden, einfach nur um praktisch die klassische Doom-Welt mittels OpenGL zu rendern. Nur wenn ich herkomme, geht der Ding runter. Dankeschön. Aber was man mittlerweile mit GZ Doom alles machen kann, ich meine Lightning Map und die ganze Scheiße, Shader, das ist schon echt nicht schlecht. Also, hier, guck euch diese Scheiße an. Das ist nice. Das sieht schon echt krank geil aus. Muss man ja einfach mal so sagen. Ich hoffe übrigens, ihr guckt dieses Let's Play nachts, weil es ist halt relativ dunkel an manchen Stellen. Das passt natürlich zu einem Flair. Allerdings sollte man das Let's Play aufgrund dessen nicht gerade Tag gucken, wenn die Sonne schön aufs Handy-Display scheint oder auf dem Bildrechner-Display scheint, wo auch immer ihr das Display guckt. Ja. Aha. Vor allem, was ich hier noch so schön finde, ist, dass es wirklich so dieses Feeling hat von halt, ja, von diesem Vanilla Doom. Also es gibt nur diese paar Standardwaffen. Man hat nur vier Munitionstypen. Die Gegner bewegen sich relativ lame. Was ist das denn hier? Digga! Wie geil ist das denn? Ich meine, ich weiß nicht, warum der jetzt falsch rum steht. Ich werde da ganz kurz nur Clip aktivieren. Wie krass geil sieht das denn bitte aus? Da haben wir einen richtigen AT-Rechner nachgebildet, erkennbar diesen Netzteil. Das ist so diese typische Bauform von AT-Netzteilen. Bei XC, da war der Stecker der schon quer und ja, war quer. Alter, ist das nice! Ich meine, gut, kann auch ein ATX-Stecker-Netzteil sein, ist richtig. Aber die Kiste an sich sieht schon aus so wie aus Apple 1-2 Zeiten. Also, naja, ein bisschen neuer natürlich. Naja, halt wie so klassischer IBM Tower, richtig hier mit diesen ganzen Kratzern überall. Ist das nice! Oh, und sogar der Bildschirm ist runtergesetzt, halt, also das Ding ist richtig mit Tiefe programmiert. Ich traue mich, den gar nicht aufzunehmen. Das sieht so geil aus. Wisst ihr was? Zoom on. Automap. Ja. Automap. Ist doch richtig. Oder ist hier noch der alte Begriff? Ja, ist doch alte Begriff. Ah, jetzt liegt es richtig rum. Guckt euch die Kiste einfach mal an, Alter. Ist das geil oder ist das geil? Fuck. Egal. Also ich find's geil. Nochmal Lichter machen hier. Jetzt wird's dunkel. Und da wollen wir doch was sehen, wollen wir doch. Gerade die um die Ecke schweifen oder zurückgehen. Das ist halt so dieses Doom-typische, diese Vanilla-typische. Klar kann man natürlich bei Project Fatality auch machen, aber bei Project Fatality, da kannst du nicht so flink sein, einfach weil die Monster viel flinker sind, da musst du also andere Strategien einsetzen. Wie zum Beispiel dieses langsam und dann anvisieren und sowas kannst du hier gar nicht, hier kannst du gar nicht reinzoomen. Rechtsklick, also Secondary Fire gibt es hier gar nicht. Weil gab es früher auch nicht. Ich meine, es ist jetzt natürlich nicht komplett Gameplay-kompatibel. Nein. Es ist natürlich nicht komplett Gameplay-kompatibel, klar. Also die Monster bewegen sich schon etwas anders als bei Vanilla Doom, auch schneller. Und die Waffen haben auch ein etwas anderes Handling.
aber es sieht schon arsch geil aus. So, jetzt gucken wir mal noch mal rum hier. Also Munition geht schon fast. Dankeschön. Ich gehe nochmal in unser Versteck da rein, in unser Secret. Und ich geh jetzt einfach voll, was Munition angeht. Doch gepasst. Oh. Perfekt, wir sind voll. Hier. Hä? Was ist jetzt hier? Achso. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Da würde ich hin. Perfekt. Ach ja, stimmt ja hier. Ich muss hier auch noch Sachen rausholen. Dankeschön. 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 Und jetzt? Dankeschön. Dankeschön. Und Dankeschön. Perfekt. Alles voll aufgefüllt. Speichern wir mal. Da. Alter, das ist ja. Ey, guckt euch diese Details an einfach. Das sieht so krank krass aus. Krank krass. Auch ein geiles Wort. LOL. Alter, diese. Habt ihr gerade die Rakete gesehen, die Brille? Das sah ja mal richtig geil aus. Da. Oh, fuck. Raketen? Hallo? Sind noch Raketen? Da. Richtig mit diesen kleinen Flügelchen. Ist das süß? Das ist nice. Das ist echt. Wow. Ich dachte, das war's gewesen. Ich dachte, ich hätte gerade alles umgebracht. Ich brauche Munition. Dankeschön. Ich will mit voll Taschen das Level beenden. Perfekt. Dankeschön. Ja, ich bin halt wie gesagt so ein kleiner. Whatever. Ah. Oh, die Map. Ja, die Map, die hat's. Ich mag die Map, wenn ich sie gerade mag. Wenn ich gerade nicht so mag, dann mag ich halt nicht, ne? Macht Sinn.